Servus Bernd auf YouTube, live aus unserem Twitch-Stream. Der Pinky und The Brain sind wieder da. Ja. Letzte Folge war es soweit. Wir haben uns zurückgemeldet aus dem Winterschlaf. Und sind jetzt wieder froh am Schaffen. Genau. Auf unserer, was ist ein Multimap, gell? Multimap haben wir hier, ja genau. Multimap mit Multigras. Genau. Und ihr seid übrigens im LS22. Ja, genau. Falls ihr das nicht schon wüsstet. Aber mit Sicherheit. Falls ihr das nicht verpasst habt. Genau. Und ihr habt mit Sicherheit unser Quetz verpasst, vermisst. Weil unser Quack. Wenn man es hat, ist nervig. Wenn man es nicht hat, ist genauso nervig, weil da fehlt wieder was. Ja. Also jetzt sind wir wieder froh am Gras einsammeln, hier mit Doppeltbestückung jetzt unterwegs. Ich habe hier noch den Zeliermitteltank in der letzten Folge aufgefüllt. Ich fahre mit Zeliermitteltank durch die Gegend und haben uns ein neues Gewicht besorgt, ein größeres, das größte, was es gab, weil wir sind ziemlich geschwommen beim Fahren. Wenn ihr die Twitch-Folge anschaut, da seht ihr, wie wir geschwommen sind. Und ja, wenn ihr euch wundert, warum die Folgen jetzt gerade ein bisschen kürzer sind, ja, wir haben uns entschieden, das 20 Minuten Folgen zu machen, vielleicht 20, 25, je nachdem, wie es ausgeht. Müsst ihr nicht so lange dabei bleiben und wir machen zwischendurch dann mal in unseren Häuschen dann einfach mal ein paar Dinge, die wir dann auf Twitch zeigen. Genau. Und so ist nicht 100%, ja. Wir könnten jetzt für euch auch hier ein Timelapse irgendwie machen, dass wir hier irgendwie schnell durchpesen oder irgendwas für euch dann schnell zeigt oder einfach mal ausgrenzen, dass man ein paar Dinge einfach nicht zeigt, aber ja, mein, was soll's. Ihr könnt es zur Not auch vorspulen, wenn ihr es nicht sehen wollt. Genau, außerdem reden wir so coole Sachen, dann müsst ihr dabei sein. Richtig. Das hört man in der Timelapse nicht. Da waren wir dann wirklich mit Mäusestimme unterwegs. Genau. Für manche wäre es vielleicht eine Erholung. Kann natürlich auch sein. Aber ja. Nee, so ist schon gut, wie es ist. Das denke ich auch. Was denn? Bin ich jetzt drüber gefahren. Da hat der Rahmen so einen Rumpel-Pumpel gemacht. Ah, mein Gewicht ist nur unten, das sollte ich vielleicht hier. Vorne hin machen. Sekundenkleber vorne hin machen. Nee, mein Gewicht habe ich gesenkt. Ach so, du bist. Mein Gewicht hat die Straße geschliffen. Jetzt hat. Ich verkaufe jetzt mal ein bisschen Silage. Mehr Silage haben wir übrigens nicht mehr im. Nee? Ja. Aber Grastank ist voll, oder? Noch? Ja, der ist weit wie mehr wie voll. Kräftiger produzieren. Ja, kräftiger produzieren. Das läuft eh. Verkaufen wir hier. Was? Silage wird hier nicht angenommen? Mhm. Ernsthaft? Sie wird das ja nicht angenommen. Soll ich es nur verkaufen? Wie heißt denn das da eigentlich? Wie heißt denn das da? Wollt das da verkaufen? Wie heißt denn das da? Also F1 vielleicht. Wo stehe ich denn hier? Ja, wo ist er denn? Ein Biomassekraftwerk. Wieso nimmt Biomassekraftwerk das nicht an? Ah, vielleicht nimmt es die BGA an. Der Preis ist im Fruchthandel Ost gerade ein bisschen. Ja, aber ich fahre jetzt nicht darüber. Nordwest würde auch gehen. Ja, warte mal, ich versuch's mal hier jetzt bei der BGA, weil es mir egal ist. Ich glaube, da steht es auch nicht drin. Der nimmt es wahrscheinlich auch nicht. Das kann doch nicht sein. Also alles verkauft, Ballen verkauft. Dann nimm das. Dann nimm das. Ja. Und schau, wir kriegen sogar Kohle. Naja, 120.000 für 80.000 Liter.
Was so ist. Das Leben geht weiter. So, wir starten jetzt einfach da gerade durch. Ist da voll? Ja gut, dann fahr ich, ja, ich fahr nach oben weiter. Ich bin jetzt 1, 2, 3, die fünfte Bahn von dir. Also da, wo du aufgehört hast, denke ich die sechste. Mhm. Machst du dort einfach weiter, oder? Mhm. Ja, kann ich machen. Ist ein Rest ist noch übrig. Ja. Zu bleiben. Ja, kannst du dann nach oben wieder anfangen, runterfahren, den Rest wieder zurück und dann von unten wieder auf, oder? Geht ja relativ easy cheesy. Ja, wir ziehen da unsere Runden, Leute, wie ihr seht. Das Feld ist nicht zu klein. Aber apropos Felder und so weiter. Schauen wir mal schnell die. So. Hat es gewiss nicht gereicht. Blende ich mal schnell die Liste ein. Da seht ihr, was wir noch vorhaben. Also, Feld ist gekauft, Ladewagen ist gekauft, allerdings auf Kredit. Hühner ja. Brauchen wir noch, Kühe brauchen wir noch, 15 und die Energieversorgung. Also, wir sind noch eine Zeit lang im Level 2 unterwegs. Beschäftigt. Genau. Weil die Schulden müssen natürlich auch weg sein, die wir jetzt aufgenommen haben. Genau. Da können wir nicht im Level 3. Nö. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass wir das von heute auf morgen schaffen. Nee. Also wir haben die Ziele schon so gesetzt, dass eigentlich zu schaffen ist, aber heute auch nicht so leicht, wie man glaubt. Das soll ja eine kleine Herausforderung hier aus. Genau. Schon zu zweit mit Helfern, Cosplay und AD unterwegs. Das heißt, ein bisschen was müssen wir uns da schon auch. Ich weiß, sind wir zu viert fast schon unterwegs. Ne? Ja, also die. Der einzige Mähwerk ist nicht im Einsatz und der Bührer, der alte, nicht im Einsatz. Ja, so schläft alles gerade, ne? Ja, also sind wir zu dritt unterwegs. Mit dem Bührer könnten wir es versuchen, ob wir Steine sammeln können, aber. Ich weiß nicht, ob der das hinkriegt. Probieren wir es. Ich werde das gleich mal probieren dann. Ja komm, ich versuch's mal. Achso, versuchst du noch mal? Ich versuch's mal, ja. Zeig ich meinen Leuten mal was Neues. Wie viel PS brauchen wir denn für den. Ja, wurscht, einfach probieren. Ich guck bloß mal. Ach, wir haben gar keinen, oder? Was? Ja, Also einen Steinesammler haben wir, glaube ich, gemietet gehabt, oder? Haben wir gemietet, ja. Wir haben keinen festen. Da müssen wir mal gucken, vielleicht gibt's ja einen, den der schafft. Wie viel PS haben wir denn mit dem Teil? Ja, aber einen, der das schafft, der hat so kleinen Bunker, um das ist gegangen. Stimmt, da müssen wir ständig. Ja, gut. Wo muss er das abliefern? Ja, wir könnten ja vielleicht so eine mit AD das machen. Na, noch voll das geht beim Steine sammeln. Das geht beim Steine sammeln. Geht bei dem nicht? Steine sammeln ist da leider nicht dabei. 100 PS hat er. Ich glaube, der große Steine sammler, den wir drauf haben, das ist 100? Der von Ekins oder wie es heißt. Ach so, haben wir da noch mal einen? Ja, von Ekins Fahrzeuge, glaube ich. Der hat 250 Kubik. Oder schauen wir, ob es den vielleicht im Gebrauchtwagen-Shop gibt. AX-Mod, da 52. Oder AX-Mod. Ja. Genau. Und der hat 250 Kubik. Nee, leider nicht. Ein Glas. Wieso, gibt's. Wie viel? Ein Glas wird es geben. Einen großen oder was? PS? Na. Kein großen. Kannst bis 295 kann man hochwurschteln. Aber ja, aber das bringt nichts. Das ist irgendwie sonst der 300. Ja. Also, Eikmods, wie viel PS? 250 PS. Braucht er. Nö. Ja. Das wird er nicht schaffen, oder? Hm. Ja. Wir probieren es. Ja, aber nicht. So einen Laien? Was? Einen Steinesammler. Ja, Leiner. Mieten. Leihen.
Okay. Ich nehme übrigens die angefangene Bahn mit von dir, oder? Danke. Weil ich bin ja noch nicht ganz voll. Versuchen wir das mit dem Büro, aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht klappen wird. Gucken. Mal schauen, mal schauen. Das hat auch kein Frontgewicht. Ich glaube, dann Luft vorne bloß noch weg. Probieren. Sonst schauen wir. Ja, sonst würde ich sagen, probieren wir, ob du in dem Gebrauchtwagen-Dienst den mieten kannst. Nee, leider nicht. Das habe ich auch schon überlegt. Ich meine, 295 PS wird für eine Steinesammler reichen. Aber dann kannst du mit dem fast eher gut abtanken, kannst mit dem noch. Ja, 295 PS. 127.000 ist halt auch ein Bereich, wo man es sich leisten kann. Ne? 127.000, ja. Gut, wenn wir GPS mit reinnehmen, sind wir bei 142. Ja. Und auf der anderen Seite, wir machen gerade so viel Gras. Ja, wir wollen Kühe und so auch noch. Also. So, trotzdem. Ja, ich hab mal passt. Was soll's? Ja, am Ende des Tages ist es ja gut, weil so kannst du wiederum mit den drei großen kannst du was am Feld schaffen lassen. Mit dem kannst du wieder abtanken. Also mit dem kleinen kannst du abtanken und den Drescher fahren lassen. Richtig. Weißt du, also ich sag mal so, gucken wir mal schon. Die Kleinen müssen wir halt wirklich sortieren, dass wir irgendwie hinkommen, dass wir das wissen. Genau, weil ganz ohne. Haben wir da auch ein größeres Gewicht? Ja, gutes Gewicht. Wir haben ja ein paar Gewichte, dann können wir dem eins dran pappen, das wir haben. Vielleicht reicht das dann, ja. Ja, das 1,7 Kilo Gewicht ist so trägt. Ich meine, er macht ja die 250 Kubik nicht voll. Dann da werden ja, weiß ich nicht, 1000 bis 3000 Liter drinnen sein, dann am Ende. Lass vielleicht 5000 wirklich sein. Das Geld flöten. Ja, kaum ist es da, ist es schon wieder weg. Aber gut, ohne Invest. Ja, du musst investieren, wenn du weitermachen willst. Eben. Und das stand jetzt nicht auf unserer Liste, aber wir müssen auch mal ein bisschen abweichen von unserer Liste. Gerade so Fahrzeugkauf und so Sachen, die muss man einfach auch mal machen. Die wichtigen Sachen scheinbar auf Listen, wo man sagt, okay, das ist nötig. Und dann müssen wir fast tun. Gewicht holen. Achso. Ich hab gesehen, falls der Wort komplett wieder anders. Na, Schafe. Na, Schafe müssen wir jetzt nicht. Nö, wir hatten ja Hühner. Hühner können wir uns irgendwann mal hören. Ja, wir haben so viel Gras deswegen. Achso. Und Schafe brauchen wir nur Gras, oder? Ja. Wir stellen dann schon mal 10 Kühe rein. Die Frage ist, wir müssen ja schauen wegen Mineralfutter, das müssen wir ja zukaufen. Nee, ist richtig. Gut, das ist jetzt auch nicht die Welt, oder? Ich weiß es nicht. Gibt es überhaupt zum Zukaufen? Achso, ja, das müssen wir. Ja, ich schau mal, so viel Geld haben wir nicht. Ich würde gerade sagen, ich fahre mal mit dem Anhänger schauen. Und dann bekommen wir Mineralfutter. Mischration. Okay, wir waren nur 182.000 Liter Weizen. Da hatten wir aber so einen guten Preis. Das war im Januar, glaube ich. Ist doch auch bald. Ja, wir sind jetzt bei 7. Ja, bei 80 unter Höchstpreis sind wir. Aktuell. Das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Kommt dann wieder ein bisschen was rein. Mineraldünger, Mineraldünger, Mineralfutter. Das kennen wir bei Kaufstation Fruchthandel Ost und Kaufstation Fruchthandel Südwest. Mhm. 1600, ja, sonst kaufe ich dann mal einfach was ein schnell. Ja. Weil, dann, weil wir haben Stroh drinnen, wir haben Heu drinnen und wir haben Silage drin. Genau. Naja, dann können wir schon mal ein paar her tun, dann können die schon mal erwachsen werden, dann geht's auch bald nicht. Dann machst du das, oder?
Okay, dann kaufst du ein Papier. Ja, mach ich. Nein, 50 oder so. Ja. Soll ich beim Tierhändler holen dann? Nee, oder lass mich sie liefern? Okay, lass Geld mit hin. Vollkommen wurscht, oder? Mhm. Wie war denn das da? Marker setzen. So ist der Marker da hinten. Jetzt einmal den Kurs. Diesmal haben wir das Vorgewende. Mach's, wollte gerade sagen, den ganz Vorgewende. Zwei Stück. Das sollte für den reichen. Oh, da ist richtig schön. Weiß oder was das ist? Weiß oder so? Ja, aber wenn ihr dabei sein wollt, dann nicht vergessen. Mittwochs ab ca. 20:30. Genau. Oder wenn ihr mal uns in der Community mit unseren Leuten sehen wollt. Freitags bei der Familie Raftsam. Oder unsere ETS Convoy Mega Gaudi Runde am Montag. Und das alles jeweils ab 20:30. Boah. Was? Das Glas geht ab wie Schmitz Katze. Kommt nichts mehr hin. Soll da Steine ein? Also es dauert immer, ne? Bei dem kleinen, dem vielen Platz. Jetzt kann da kommt nix. Okay. Jetzt kam's. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch schon zwei Helfer laufen. Und ich glaube jetzt, nachdem du es nochmal eingestellt hast, funktioniert auch die Saatmaschine, ne? Aber der ist jetzt glaube ich gleich leer. Glaubst. Mineraldünger ist jetzt auf 3% runter. Ja gut, dann machen wir das jetzt ganz leicht und sagen Einstellungen, Traktoren, da, und zwar er darf nachkaufen, ne? Dünger nachkaufen. Dünger kaufen. So. Wie schaut's aus? Hat er mit so, was nehmen wir denn? Angus, Limousinen, Holstein oder Brown Swiss Limousinen? Warte mal. Ja? Warte mal, ich muss noch mehr Geld aufnehmen. Was? Boah! Das ist Mineralfutter jetzt oder was? Ja. Nein, ja, ach so, weil er. Jo, leck. Warte mal, wir können noch was aufnehmen. Ach komm, mach mal die Mülle voll. Uisch, Alter. Wahnsinn. Also, was nehmen wir denn für Kühe? Ausgewachsene Limousinen. Angusrinder. Angus hört sich doch gut an, oder? Holsteiner. Milch, wir machen ja Milch, deshalb wird in Milchviehhaltung eingesetzt und produzieren Milch, Kühe mögen Gras, Heu und Timmerl. Außerdem benötigen sie Wasser. Dieses Tier hat seine Zuchtalter erreicht. Tiere, die gesund und älter. Wollen wir gleich große nehmen? Müssten magst, ja, wäre vielleicht nicht so blöd. Ja, für den Anfang vielleicht mal. Ein paar kleine können wir hinten herkaufen, aber. Ja. 10. Ich komme mit Mineralfutter. So, 20 sind drin. Unser Gerd rasselt nach unten wieder. Ja. 20 Kühe von 150 haben wir jetzt schon mal. Ist doch schon mal was. So, ja, jetzt naja, kann man auch noch nicht wirklich, weil. Okay. Ist der Kredit noch, der da ist. Ja, ich weiß. Also, jetzt machen wir es halt andersrum. Letztes Mal haben wir Geld verdient und haben dann gekauft und jetzt leihen wir uns Geld, kaufen es zuerst. Und stottern dann den Kredit ab. Genau. Ist schon mal eine andere Art und Weise zu spielen. Mal gucken, was uns besser gefällt. Könnt ihr auch mal gerne Kommentare schreiben. Wie soll man es denn künftig machen, Level 3? Erst Geld sparen und dann investieren? Oder aufs Ganze gehen, Kredit nehmen, investieren und dann einen großen Reibach machen? Schreibt mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie macht ihr so? Oder macht es mit dem Easy Dev?
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Wobei auf der anderen Seite, es gibt ja dieses coole Kredittool, weiß ich nicht, ob du das ja, kennst. Ja, doch, das habe ich jetzt gelesen. Das ist cool mit. Das ist super, weil da kannst du das nämlich alles selber einstellen. Ja, vielleicht nehmen wir es mal mit auf hier, oder? Ja, ich nutze daheim, also daheim sage ich jetzt schon, ich nutze auf meiner Map schon. Können Sie ja mal versuchen einzusetzen, weil das ist dann noch realistischer, gerade was das angeht. Ne? Mhm. Mal überlegen fürs nächste Mal. Schreibt es auch mal in die Kommentare, ob ihr das mal aufhaben wollt. Kennt ihr das? Den Bankmanager, glaube ich, heißt das. Bankmanager? Ich weiß jetzt nicht, ob das halt im Multi funktioniert, aber sollte normal auch im Multi funktionieren. Gerade im Multi macht es ja eigentlich noch mehr Sinn. Ja. So. Rennen. Sehr gut. Unsere Kühe schon gleich was zum Futtern. Kurz schauen. Und ist der Heu-Silage Stroh fehlt noch. Stroh? Muss man im Lager haben. Ja. Was haben wir noch im Lager, glaube ich? Dann kann ja der Robby, der Roboter gleich mal loslegen. Ach, jetzt, wir waren ja jetzt im Schwarzwald im Urlaub. Ach, wisst ihr was? Hm. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich erzähle in der nächsten Folge von meinem kleinen Urlaub, was ich da ein bisschen erlebt habe. Das war ganz interessant. Aber ja, einfach mal in der nächsten Folge reinschauen. Du hast begonnen, darfst du beenden. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Ciao, Leute.